Für mich war es eine von vielen Demonstrationen in dem Herbst und das war sozusagen noch der ausklingende Herbst. Der September und der Oktober und der November bestand fast nur aus Demonstrationen und da wurde zum Teil noch um relativ viel gerungen und gekämpft. Da ging es tatsächlich noch darum, ob man festgenommen wird, wie lange man festgenommen wird, wie die Sache ausgeht. Und es ging um wirklich knallhart die Frage, passiert nun endlich was oder passiert nun nichts im Land. Ab Dezember etablierte sich da dann der runde Tisch und ja, ich war persönlich relativ unzufrieden mit dem, was dort lief. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die lassen sich da so ein bisschen einlullen und werden auch so ein bisschen instrumentalisiert. So eine Art bisschen Blockpolitik mit neuen Kräften. Ich war damit nicht zufrieden, zumal meine Erfahrung des Herbstes 1989 waren die Mahnwachen und die Proteste der Straßen und auf den Straßen. Und ich war auch der Überzeugung, dass das die Sachen überhaupt ins Rollen gebracht hat. Dann war es ganz nett, fand ich, dass Reinhard und Ingrid Körpe diese Idee hatten, zu dieser Demonstration aufzurufen in Berlin mit kleinen Flugblättern und Plakaten. Das war auch nur angemessen, weil in den Bezirksstädten waren die Bezirkszentralen schon überall besetzt, bloß in Berlin auch nicht. Ich fand das ganz nett und schön und das war auch kein Problem. Die Dinger hingen überall im Prenzlauer Berg herum. Also man lief ständig an solchen kleinen Zetteln vorbei, kommt da und so vorbei in die Ruschestraße. Ich fand das ganz nett, weil man hätte auch sagen können, okay, an sich ist die Show gelaufen, die Mauer ist auf. Die ganze Party hat sich erledigt, ne? Mit DDR ist sowieso bald aus. Ne? Und, aber ich fand es nochmal ganz nett, weil eben Reinhard und Ingrid dadurch nochmal so die Dynamik der Straße zurückgebracht haben ins Spiel und in Erinnerung gebracht haben, dass die Leute sich da nicht total einlullen lassen am runden Tisch und noch mehr Zugeständnisse machen sollen. Von daher fand ich das schön. Ja, und aus diesem Grund bin ich dann letztendlich auch in die Ruschestraße gefahren. Einmal natürlich, weil ich es ganz nett fand. Zum anderen hatte ich immer dieses Bild im Kopf von Heiner Müller, die Hamlet-Maschine, wie die Arbeiter in Ungarn 1956 das Stalin-Denkmal stürzen und dann sozusagen vor Ort in Einzelteile zerlegen und sich jeder ein Souvenir mitnimmt. Und an sich dachte ich, die Sache ist sowieso gelaufen. Geht nur noch darum, zu verhindern, dass die Stasi vielleicht die Akten verbrennt. Aber wenn das Ding da zerlegt wird und nicht merkt, ne, will ich mir natürlich auch ein kleines Souvenir mitnehmen und irgendwie mal sagen können, wenn ich dann später im Altersheim sitze oder irgendwo mit dem Stock auf einer Bank alt und kreise, zu sagen, ja, ich war dabei und habe auch so ein kleines Souvenir und so. Ne. Ja, das war der Grund. Was haben Sie denn mitgenommen? Ja, ich habe mir in diesem Haus 18, also in dem Dienstleistung- und Versorgungstrakt, habe ich mir zwei so eine kleinen Bücher mitgenommen. Das gab in der DDR so eine Marotte unter Genossen und Bonzen, dass die so eine kleinen Geschenkbüchlein sich immer geschenkt haben, so in so einem komischen Pappetui. Ne? Und da habe ich mir eins mitgenommen über Walter Ulbricht, ne? So eine Biografie, und eine über Hans Beimler. Dann habe ich das Handbuch des Kriminalisten mitgenommen. Dann so ein blech ausgestanztes Schrottding, Ernst Thielmann. Ne? Und dann habe ich in Haus 2 im Finanzamt dort, im ehemaligen Finanzamt, von so einem roten Brett so eine Bekanntmachung abgetrennt. Da stand irgendwie drauf, was sagt das Amt für Nationale Sicherheit zur bevorstehenden Rehabilitierung von De Walter Janka. Und dann war so ein Text, wo sozusagen den MFS-Leuten erklärt wurde, was sie dazu sagen sollen. Das habe ich mir schon eingesackt und dann war ich auch schon ganz froh. Ne? Haben Sie es heute noch? Nee, ich habe das dann alles im Laufe der Zeit verschenkt irgendwie, weil ich dann, irgendwann ist dann auch die Zeit so durch, dass man sagt, ach scheiße, das ist ja auch alles durch und hat sich erledigt. Irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Und meine Wohnung ist kein Museum und ich habe das entweder verschenkt irgendwie oder diese Bekanntmachung, die habe ich dann ans Dommersch-Archiv weitergegeben.